Hallo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Tag war bis jetzt bei mir wirklich stabil. Ich war beim Friseur, hab ein bisschen Fortnite gespielt. Dann kamen zwei Vollidioten in mein Büro. Zu meiner linken Seite Barisch Zeus. Keiner kennt ihn, keiner will ihn kennenlernen. Sein Kanal ist nicht verlinkt. Auf der rechten Seite Kilian Jonas, der Fashion-YouTuber, den ich tatsächlich damals zu meinen eigenen Zwecken benutzt habe. Jetzt zieht das auch nicht mehr, Kilian. Wir sind weg vom Fashion-Content. Schade drum eigentlich. Also du bist weg vom Fashion-Content. Ja, du bist auch ganz weit davon entfernt. Du bist auch ganz weit davon entfernt. Leute, wir sind heute einfach mal hier auf... kurz. Wie nennt man polnischen Stahl? Wer bist du? Diebstahl. Wir machen das Video, glaube ich, zu zweit. Ja, wirklich. Leute, ich würde sagen, wir machen es so. Ich würde sagen, wir machen einfach ohne Barisch weiter. Nein, Spaß beiseite, meine Freunde. Wir sind heute auf Teste nicht und schauen einfach mal, was für dämliche Tests es hier gibt. Und ich würde sagen, Barisch, direkt machen wir mit dir den Bist-du-asexuell-Test, den ich hier gesehen habe. Barisch hat mich davor eben gefragt, was ist eigentlich asexuell? Barisch, Frage Nummer 1. Warst du schon mal verliebt? Ja. Okay. Hast du sexuelles Verlangen nach jemandem? Stopp. Du bist noch verliebt. Katja, oder? Ah, ja. Okay, hattest du schon mal sexuelles Verlangen nach jemandem? Katja, ruf mich an, ja. Ja? Ja. Als du aufgeklärt wurdest, warst du angewidert? Sei ganz ehrlich. Geh tief in dich. Ja. Ja, warst du? Okay. Ja, ja. Hattest du schon mal Sexträume? Boah. Barisch. Hattest du schon mal, ja? Auch richtig eklig, ne? Ja? Kann ich hier jetzt nicht sagen. Okay. Also es war schon schön. Bezeichnet dich als Asse? Asse. Das heißt Ace. Asse. Was ist das? Ein Ace, ein Ass. Bist du ein Assbares? Falsch. Könntest du dir vorstellen, jemanden Sex zu haben? Nee. Magst du Körperkontakt wie Zungenküsse? Oh ja, liebe ich. Ja? Okay. Würdest du für deinen Partner trotzdem mal weit gehen in einer Beziehung? Also... Wohin soll ich gehen? Ja, warte, stell dir... Ich fahr nicht mal von dir nach Düsseldorf. Stell dir vor, dein Partner ist beim Supermarkt. Dein Partner. Weil du bist ja mit deinem Vater zusammen. Stell dir vor, dein Vater ist im Düsseldorf Supermarkt und du musst ihn abholen zu Fuß. Würdest du es machen? Auf gar keinen Fall. Okay, gut. Du weißt, wie sich verliebt sein anfühlt. Momentan bist du ja verliebt in Katja, oder? Ich hab auch... Also, die Raupen sind schon... Digga, du hast einfach nur Scheiß im Bauch, Männer. Wenn du nackte Menschen siehst, zum Beispiel im Fernsehen, tönt dich das nicht an. Im Fernsehen, nackte Menschen. Tönt mich nicht an. So Pietro Lombardi nackt zum Beispiel. Tönt dich nicht an, das oder? Das tönt mich wiederum doch an, aber ich sehe ihn ja nicht nackt im Fernsehen. Also falsch. Barisch, gehen wir kurz zur Auswertung. Du könntest asexuell sein. Viele Antworten sprechen dafür, dass du asexuell bist, andere nicht. Das könnte daran liegen, dass du doch nur aromantisch bist. Mach doch auch mal diesen Test, wenn du Klarheit verschaffen willst. Vielleicht ist eine ganz Orientierung. Ja, Barisch, ich krieg einen Schlaganfall, wenn ich das lese. Vielleicht ist aber auch eine ganz andere Orientierung. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Weißt du, was asexuell ist? Wenn man nicht sexuell auf Männer oder Frauen oder irgendwas anderes steht, Barisch. Du hast einfach keine Sexualität. Du hast keinen sexuellen Trieb. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Gut, machen wir einfach weiter. Reden wir einfach gar nicht erst drüber. Pass mal auf. Machen wir ganz kurz, welche YouTuberin immer klasse. Welche YouTuberin passt du dir? Kilian. Weil ich muss mich ja wieder hochholen, ne, in den Klickzahlen. Deswegen brauche ich eine YouTuber-Freundin. Es wäre wirklich mal angebracht, dass du mal wieder echt ein paar Aufrufe machst, Julia, Kilian. Julia, Beautix, du bist Single, deswegen... Lass mal einen Kaffee trinken. Dieses Video ist absolut widerwärtig und sollte niemals online kommen. Das ist der Titel. Kann ich das vielleicht selber klicken? Lass dir bitte meine Maus los. Lass meine Maus los. Ist ja für mich das. Lass meine Maus los, ich lese dir das vor, okay? Okay. Alles klar. Was schaust du auf YouTube am liebsten? Random Bullshit, Beauty, Vlogs oder Let's Plays? Vlogs und Beauty-Videos. Stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht. Junge, wir kennen uns seit 2 Tagen. Du guckst so auf YouTube mit einem Fake-Account sowieso nur deinen eigenen Kanal. So, und deswegen guckst du Random Bullshit. Ist einfach nur Random Bullshit. Vlogs und Beauty. Ist das Random Bullshit dein Kanal? Was ist dir bei einer Frau wichtig? Dass sie gechillt und witzig ist, dass sie ein Nerd ist, wie ich es bin, ihr Aussehen. Kilian, sei bitte ganz ehrlich. Schon gechillt und witzig, oder? Welche YouTuber schaust du denn gern? Julienko, Herr Tutorial, die Außenseiter, Space Frog, Cliff Lloyd, Mrs. Vlog, Gronkh, Sarazan und Pete's Meat. Also Revenzeit. Eigentlich, Das passt überhaupt nicht zusammen hier. Das macht gar keinen Sinn, diese Auflistung. Nee, aber weil Kelly dabei ist, würde ich Mrs. Vlog nehmen. Mhm, okay. Welche Haarfarbe gefällt dir beim Mädchen? Ist mir eigentlich egal. Ich schwärme für Blond Girls. Schwarz ist immer sehr schön. Ist mir eigentlich egal. Ist dir egal. Ja. Hauptsache, würdest du auch eine Frau ohne Haare nehmen? Würde ich auch nehmen. Ich würde auch eine rothaarige nehmen. Ja, so wie Barisch. Ja. Barisch, du hast einen roten Bart. Brauchst du gar nicht gucken. Ich bin ja auch halber Irländer. Du bist einfach halb irre, bist du mehr nicht, Junge. Kurze Frage, warum ist... Dieser Satz, ein Punkt beendet, dieser Satz mit Ausrufezeichen und hier mit einem Smiley, das ergibt gar keinen Sinn. In der deutschen Sprache beendet man keinen Satz mit einem Smiley. Du möchtest mir jetzt was über die deutsche Sprache erzählen? Natürlich. Die deutsche... Wie viel Zeit verbringst du am Tag im Internet? Ja, naja, schon etwas, ja, oder? Ja, schon. Ich meine, ist ja auch dein Job, wäre traurig, wenn du es nicht tust, ne? Wie groß soll deine Traumfrau sein? Mir würde es nichts machen, wenn sie größer wäre, soll kleiner sein, so groß wie ich wäre gut. Also ohne Spaß, auch wenn viele Frauen das jetzt scheiße finden, ich habe halt, glaube ich, ein großes Ego, ich könnte... Du hast ein kleines Ego und deshalb möchtest du, dass die Frau kleiner ist als du. Ich sehe gerade, dass die ganze Zeit die Fragen davor sind, das ist natürlich nicht so clever, jetzt ist es besser. Mir würde es nichts ausmachen, wenn sie größer als ich wäre, auf gar keinen Fall, sie soll kleiner als ich sein. Okay, perfekt, ja, okay. Wenn du dich im
ganzen Leben nur noch einen YouTuber schauen dürfst, welcher wäre das? German Let's Play, Twin TV oder UFO TV? Ja, kann man dich anwählen, lass mal frei. Welchen weiblichen Superhelden magst du am liebsten? Batgirl, Supergirl oder Captain Marvel? Hä, ich kenne, also, boah, Batgirl? Ich kenne gar keinen, ist das, ja. Dann machen wir einfach Supergirl, oder? Super. Ich weiß es nicht. Wenn du ein YouTuber wärst, also angenommen, du wärst einer, ja? Würdest du ganz viele Vlogs machen? Ich hätte keine festen Formate, Let's Plays und Commentaries. Ah, ich glaube, ich würde Let's Plays und Commentaries machen. Das wird bei dir nicht funktionieren, weil du einfach nur scheiße aussiehst. Ja, super. Nicht viel können. Letzte Frage, was hältst du von YouTube Deutschland? Ja, das beantworte ich an der Stelle einfach mal. Gehen wir mal zur Auswertung und deine ist Lena Vanille. Kilian, Alter. Kleiner als du? Nee. Warte mal, stopp. Hä? Ihr seid beide gechillt drauf und genießt euer Leben. Guck mal. Damit würdest du, glaube ich, einen YouTube-Beef einleiten. Hä? Warum? Lena Vanille und du ist doch perfekt. Kennst du Lena Vanille? Nee, wie viel Abonnenten hat. Hä, aber Tanzi hat doch letztens ein Bild mit dir hochgeladen. Ja, Kilian, da musst du dich entscheiden. Tanzi oder du? Wer kriegt also, Lena Vanille? Ich kenn dich zwar nicht, aber... Warte, soll ich sie mal kurz anrufen? Ich mach mal. Ich weiß gar nicht, hab ich ihre Nummer? Hä, kannst du ja nicht machen, Digga. Na klar, passt schon. Das ist riesig. Hab ich ihre Nummer? Lena Vanille, nee. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ihr müsst wissen, ich bin auch jemand, ich spreche keine Girls im Club an, ne? Ja, weil du immer stotterst. Außerdem hast du in jedem Club in Köln Hausverbot. Lena Vanille, warte. Kann man hier nicht Sprachmemos senden? Gib mal, Nummer ist wichtig. So, warte, ich schreibe noch auf Twitter. Kilian, wir rufen die gleich an, wir machen kurz weiter, ja? Machen wir erstmal weiter hier. Lena Vanille wird euch angerufen. Dann geben wir hier oben einfach mal YouTube ein. Und meine Freunde, falls ihr bei so Bock habt, dass ich mal mit diesem Vollidioten und Petro Lombardi, du bist außen vor, Kilian, du hast eh schon das Ergebnis, einen kleinen IQ-Test mache, dann lasst ihr gerne mal einen Daumen nach oben da. Happy Bergmann macht, Herr Bergmann macht Happy Wheels Videos. Ja. Ja, weißt du, oder? Ja, ja. Kelly Miss Vlog hat schon mal Let's Plays gemacht. Ja, das weiß ich. Das weißt du, ja. Dank dir. Bitte nicht anfassen. Gelesen hat's schon. Die Lochis machen nur Schminkvideos. Falsch. Weißt du alles. Barbarisch, Alter. Ung und Katie sind jetzt verheiratet. Ja, was? Guck mich nicht so an. Benutz mal dein Gehirn. Telefonjoker. Ja? Ja? Kilian? Das ist falsch. Oha. In mein Ohr geplatzt. Gomme hat die 1 Million Abonnenten erreicht. Wie kannst du mir bitte jetzt eine Sprachnachricht? Ich bin Superstar. Das Quiz hatte über 10 Fragen über YouTube. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Falsch. Okay, war ich. Achtung, es geht. Weißt du, warum? Wow, schon sehr gut. Anscheinend kennst du dich schon sehr gut mit YouTube aus. Du hast 7 von 10 Fragen richtig beantwortet. Stark, war ich. Kurze Frage. Ja. Darf ich, wenn ich was dazu sagen will, darf ich mich melden? Ja, was denn? Nee, ich hab mich ja noch gar nicht gemeldet. Ja, sag jetzt, mein Gott. Sprich laut doch. Ich will doch jetzt noch gar nicht sagen. Dann halt den Mund. Ich hab gesagt, wenn ich mich melde. Was ist das denn hier? Ist einfach nur traurig, dass der dabei ist. Du passt nicht mal auf YouTube, wirklich. Klar. Du bist einfach zu dumm für alles. Okay, ich mache jetzt auch noch ganz kurz einen Test. Welches Mitglied vom UFO passt zu dir? Ich hätte da eine Frage. Ja. Stimmt das eigentlich, dass ihr euch alle gegenseitig gekloppt habt im UFO? Wir hassen uns alle. Und deswegen ist das UFO auch auseinander. Weil wir diesen Test gemacht haben. Genau. Ja, krass. Ist es leider so. Hast du auch Geld aus der Kasse geklaut? Wir hatten eine UFO-Kasse und ich hab das Geld. Und dafür hast du das Büro hier finanziert. Genau. Eigentlich ist das alles auf Denas Nacken. Wie würdest du... Barisch, muss das jetzt sein, wirklich. Du bist so ein... Wie würdest du dich am ehesten beschreiben? Ich habe einen eher speziellen Humor und verstehe mich mit allen gut. Ich bin zwar liebenswert, raste aber auch schnell aus. Ich bin eher ruhig fokussiert auf ein Ziel, das ich erreichen möchte. Das passt zu keinem von denen. Darf ich die Fragen für dich beantworten? Okay, wie Kilian. Wie ich dich einschätzen würde? Ja. Das Ding ist, du bist zwar liebenswert... Boah, Digga, aber du rastest so schnell aus. Halt dein Maul! Okay, alles klar. Das Letzte bist genau du, Digga. Ich okay. Ich mag meine Freunde sehr, kann es ihnen am besten durch spaßiges Dissen zeigen. Das bist du. Ich hasse dich. Geil. Wie gesagt, nicht meine Freunde. Kindisch oder reif? Oh, eine Mischung. Mhm. Warte. Okay, das hier, oder? Es gibt auch kindische Momente. Genau, eher reif. Okay, wie bewege ich mich am meisten am liebsten fort? Du Auto, Digga. Auto oder Longboard? Oh, bin absolut ich. Wie siehst du aus? Kurze Haare, dünn. Nee. Nicht fast knochig. Du hast gut Masse zugelegt. Klein auch nicht. Nein. Groß und dünn, oder? Ja, groß und dünn. Was willst du? Ich würde eher das dritte nehmen. Eher länger Haar, klein, etwas fluffig. Hä, das ist dein Penis, Digga. Junge, Barisch, ich geb dir gleich wirklich Hausverbot hier, ehrlich. Ich lass gleich Security kommen, der Taser dich ins Gesicht. Doch, gibt es. Wie würdest du dich nennen, wenn du YouTuber wärst? Wenn du einer bist, was trifft auf deinen Namen zu? Kurz, knackig, nicht kompliziert, einfach zu merken. Ey, wer hat's bei ProSieben gesehen, die haben so oft deinen Namen falsch ausgesprochen. Einfach mal richtig, ein Name, der crazy lustig ist und dadurch... Mein Name ist so crazy lustig, Alter. Ja. Gehen wir zur Auswertung und am besten passt zu mir Dena. Leute, damit bin ich für heute raus. Ich glaube, das ist echt der Moment, wo ich mir das Leben nehmen sollte. Wir gucken mal ganz, ob Lena Vanille mir jetzt hier geantwortet hat. Ich schreibe nochmal schnell. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall nicht bei Barisch, bei Kilian vorbei. Keine Ahnung, was das hier für ein Test gewesen ist. Keine Ahnung, wie dieses Video jemals heißt. Ob es überhaupt rauskommt, entscheidet letztendlich sogar der Thomas, nicht ich.
denn ich würde diesen Scheiß auch am liebsten nicht hochladen. Mein Essen kommt jetzt auch jeden Moment. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr nach Hause geht, Jungs. War eine absolut beschissene Zeit mit euch. Vielen Dank dafür. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.